letzten Wochen hat uns dieses Problem sehr, sehr beschäftigt. Im Hinterkopf Motorschaden. Fliegt mir der Motor jetzt demnächst um die Ohren oder nicht? Wir haben das von Anfang an klar kommuniziert. Ein ernsteren Problem. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Letzte, was man danach machen sollte. Das war's jetzt mit YouTube. Ja, moin zusammen. Guten Morgen und herzlich willkommen in einem neuen Video von uns. Lange ist es her, seit der Reise, wo wir in Albanien waren, ist eigentlich relativ viel noch passiert. Der erste Grund für die Unterbrechung war, dass wir schon immer mit Freunden hier in Griechenland verabredet gewesen sind. Wenn wir YouTube machen, wenn wir arbeiten, dann sind wir sehr, sehr auf diese Videos einfach fokussiert. Und viele von euch haben uns das ja schon gefragt, wie lange braucht ihr eigentlich, um so ein Video zu produzieren? Wie lange arbeitet ihr eigentlich in der Woche? So ein Video, 20 Minuten, vielleicht auch länger, da arbeiten wir Minimum 3 Tage dran. Und als wir jetzt verabredet waren und die ganzen 4 Wochen mit den beiden unterwegs gewesen sind, war es für uns oder wäre es für uns sehr, sehr schwierig geworden, auch noch YouTube zu machen. Und wir haben uns dann bewusst dafür entschieden, wir wollen die Zeit wirklich nur mit den beiden genießen und Griechenland so schön wie möglich mit den beiden bereisen, so dass wir uns dann dafür entschieden haben, YouTube erstmal nicht weiterzumachen. Insgesamt war es, seit wir unterwegs sind, mit Odin unkompliziert. Also hat Spaß gemacht und da lief richtig gut. Aber so ab Tschechien hatten wir dann so ein Geräusch gehabt, was immer mal wieder auftrat, das ja, uns am Anfang noch nicht so die Sorgen gemacht hat. Ich habe mich dann auch noch mal beraten mit einem Freund und der hat halt gesagt, beobachte das mal erstmal, weil es halt jetzt auch nicht so schlimm war. Ja, und das Ganze, das war eigentlich relativ unauffällig, bis wir dann irgendwann so in Griechenland waren. Und dann habe ich gemerkt, so das Geräusch, das wurde immer lauter. Und ja, und es war gar nicht so leicht zu fassen. Also das ist halt so ein bisschen, ja, mit den Geräuschen am Fahrzeug, ich denke, einige von euch kennen das, dass man dann wirklich dahinter kommt, was es dann ist. Und das dann auch zu beschreiben, wenn man sich irgendwie Rat holen will von anderen, das ist gar nicht so einfach. Und bei dem war es halt so, dass es nur aufgetreten ist unter Last und auch nur im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 2300 Umdrehungen. Und sonst halt nicht. Sonst hat sich der Motor und alles total gesund angehört. Und das macht es halt wirklich schwieriger, das wirklich zu finden. Naja, und dann die Zeit, die wir mit Hans-Peter und Martina unterwegs waren, da hat mir Hans-Peter richtig, richtig viel unter die Arme gegriffen, viel geholfen, um letztendlich irgendwie dieses Geräusch ausfindig zu machen. Und naja, man braucht halt ein bisschen Zeit dafür. Das wurde mir dann letztendlich auch schon gesagt, dass es ein bisschen dauern könnte, bis man wirklich dahinter kommt. In den letzten Wochen hat uns dieses Problem sehr, sehr beschäftigt. Wir haben auch in der Zeit gemerkt, dass die ganzen letzten Monate uns schon noch sehr, sehr in den Knochen stecken. Und dann kam dieses neue Problem dazu. Wir hätten einfach nicht die Qualität an Videos bringen können. Während der Zeit habe ich mich dann auch in einem sehr bekannten deutschen Allrad-Lkw-Forum erkundigt, also habe da ganz viel gelesen. Ich glaube, zum Thema Motorschaden habe ich wirklich jeden Thread gelesen, den es da gibt. Das ist eigentlich ganz gut, das hilft, um so ein paar Ansätze zu bekommen, wo man dann gucken kann. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass es einen auch ziemlich beunruhigen kann, gerade wenn man dann irgendwo mit dem Hinterkopf Motorschaden irgendwie dann auch weiterfährt, beziehungsweise überlegt, ja, wie mache ich das dann jetzt? Fliegt mir der Motor jetzt demnächst um die Ohren oder nicht? Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch kennt. Ich denke schon, dass der eine oder andere das vielleicht auch schon mal so hatte. Ja, wenn halt das Fahrzeug, wenn da irgendwas mit ist, dann fühlt man sich ja auch gleich so ein bisschen krank irgendwie. Und da schleppt man halt dann echt eine ganze Weile mit sich rum. Und das macht dann halt auch irgendwie was mit einem. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Wenn es ein Problem gibt, ist es das Allerschlimmste, finde ich,
wenn man dieses Problem lange aushalten muss. Also wenn man genau weiß, ich habe da ein Problem und ich kriege das nicht gelöst oder ich kann dieses Problem nicht angehen, das zermürbt einen einfach total. Und für uns war das gar nicht möglich, dann die Kamera in der Zeit in die Hand zu nehmen. Auf jeden Fall, was mir dann geholfen hat, so was ich auch so ein bisschen an euch weitergeben möchte, der eine oder andere kennt das sicherlich, aber vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, ist in so einem Fall, klar, erstmal dann Ruhe bewahren und dann strukturiert davor zu gehen und erstmal außen herum um den Motor herum zu suchen, anstatt das Problem im Motor selber schon gleich zu vermuten. Und das hatte ich auch im Forum zum Beispiel gelesen, erstmal vom Billigen zum Teuren suchen, von einer einfachen Sache, die man prüfen kann, bis dann dahin, wo es dann richtig teuer wird. Und jetzt nochmal so, um ein Beispiel zu nennen, und so habe ich es auch gemacht, erstmal die Aggregate ausschließen, dass die Geräusche von dort kommen, also wie zum Beispiel Wasserpumpe, den Luftpresser, die Lichtmaschine, da einfach mal die Riemen abnehmen, den Motor laufen lassen und gucken, ob da sich irgendwie dieses Geräusch dann nochmal zeigt oder ob es dann weg ist. Das hat uns am Ende auch geholfen, nachdem wir wirklich schon relativ viel versucht haben auszuschließen, also den Ventilator zum Beispiel, den haben wir vorne ausgebaut, die ersten Riemen, also den Luftpresser, haben wir abgeklemmt, um zu gucken, nee, Quatsch, das war die Lichtmaschine und die Wasserpumpe, die wir abgenommen haben, um zu gucken, wie es dann aussieht. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht getraut, ohne Luftpresser zu fahren, weil es schließlich leider nur provozieren, wenn man halt fährt. Und das ist natürlich irgendwie nicht so geil, wenn man dann halt nur mit begrenzter Luft irgendwie irgendwo losfährt. Und das wollte ich auf keinen Fall auch auf offener Strecke machen oder irgendwo auf der Straße, sondern da, wo man es ohne Gefahr für die anderen dann machen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Erst nachdem ich wirklich alle Riemen runter hatte, hatte sich dann gezeigt, dass das Geräusch aus der Einspritzpumpe kommt und gar nicht aus dem Motor. Und dann war das Geräusch auch im Stand zu provozieren, also sprich mit Standgas und dann hochdrehen, und dann konnte man das auch in dem Drehzahlbereich sehen. Was auf jeden Fall auch geholfen hat, war der Schraubenzieher oder Schraubendreher-Trick. Dann nochmal mit einem großen Schraubendreher an die Komponente halten, das Ohr drauf und gucken, ob da dann wirklich dieses Geräusch, das ist so eine Mischung aus Schreddern und Schrammeln gewesen. Und das konnte ich dann mit diesem Schraubendreher direkt an der Einspritzpumpe das Ohr drauflegen, direkt dann hören auch. Und das war in dem Moment, als ich das dann gehört hatte, wirklich wie eine Erlösung. Also da fiel dann auch der Stress und die Anspannung ab von mir, wo ich dachte, okay, alles klar, jetzt weiß ich, wo ich suchen muss. Einspritzpumpe ist das erste, was definitiv gemacht werden muss. Und dann wird möglicherweise, das ist eine gute Chance, dann auch das Geräusch vorbei sein. Das führt jetzt auch mich zu dem Thema, wie ist es eigentlich im Ausland dann mit so einem Problem am Fahrzeug, also einem ernsteren Problem, wo man dann ja auch auf Hilfe angewiesen ist von Werkstätten. Sowas jetzt zu schrauben und es auszubauen, das kann man nicht einfach irgendwo in der Pampa. Da muss man in eine Werkstatt fahren und natürlich dann auch jemanden finden, wo man dann auch selber Hand anlegen kann und sich dann auch Hilfe holen kann. Und das ist halt natürlich auch Vertrauenssache. Und zum ersten Mal, kam dann so dieses Gefühl auf, ja, im Ausland, diese Situation, dass man dann sich in so ein Abhängigkeitsverhältnis begibt zu demjenigen, der die Werkstatt besitzt. Das ist nochmal eine ganz andere Situation als jetzt eben in Deutschland. Hier hat man natürlich nochmal die Sprachbarriere, auch wenn dann derjenige gutes Englisch spricht, versteht man trotzdem sich nicht immer zu 100%. Es kann zuweilen schon auch sehr anstrengend dann nochmal zusätzlich sein. Naja, und die Situation jetzt im Ausland hier reparieren zu müssen, ist jetzt gar nicht so schlimm. Also jetzt hier in Griechenland zumindest. Es ist ja noch irgendwie Europa, aber schon auch irgendwie anders. Auf jeden Fall hilft es, wenn man sich schon mit der Materie etwas auskennt. Natürlich je mehr, desto besser. Um dann halt auch einschätzen zu können, ist man jetzt am richtigen Ort oder nicht. Das war auch so eine Situation hier, wo ich gleich gemerkt habe, so okay, da sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, dann das auch so zu machen, wie es vorgeschlagen wurde. Wie zum Beispiel, nachdem ich das Geräusch halt vorgeführt hatte und da dann halt um Rat gefragt habe, kam dann gleich die Idee, ja, da müssen wir halt den Zylinderkopf runternehmen. Und wenn man sich dann schon ein bisschen mit der Materie auskennt, dann weiß man, das ist, glaube ich, so ziemlich das Letzte, was man machen sollte, bevor man alle anderen Möglichkeiten ausgereizt hat, das Problem da wirklich an der Stelle zu finden. Mir hat halt auch geholfen, halt jetzt auch schon ein recht gutes Netzwerk zu haben. Das finde ich auch sehr wichtig.
An der Stelle möchte ich halt auch den Sebastian und den Olaf nochmal nennen, die mir da sehr, sehr geholfen haben. Gerade jetzt auch, was es das Thema das Geräuschfinden angeht, aber dann auch das Vorgehen, was man zuerst machen sollte, wo man gucken sollte. Es kann auch immer noch was anderes sein, was zusammenhängt mit der Einspritzpumpe. Deswegen sage ich das jetzt so. Aber die Einspritzpumpe musste sowieso raus und überholt werden. Das hatte ich sowieso im Hinterkopf gehabt. Das wollte ich aber eigentlich erst in der Türkei machen. Jetzt machen wir es hier. Und man musste aber einiges zu wissen. So eine Einspritzpumpe kann man nicht einfach rausreißen und wieder einbauen und dann läuft alles wieder perfekt, sondern man muss schon wissen, wie sind da die Einstellwerte für den bestimmten Motor. Weil diese Einspritzpumpen werden natürlich in vielen Motoren eingebaut und jeder Motor hat da seine eigenen Einstellungen. Und da hat mir vor allem Olaf auch sehr weitergeholfen, weil ich hatte die Dokumentation dazu nicht und er hat sich dann aufgemacht und hat die Dokumentation besorgt und ohne das wäre es eigentlich nicht gegangen. Als Joker hatte ich dann auch noch Sebastian, der dann halt auch noch jemanden in der Hinterhand gehabt hätte und da auch schon mal vorsorglich nachgefragt hat. Und im Prinzip so aus dieser Kombo heraus war es dann möglich, das Thema Einspritzpumpe dann auch, würde ich sagen, weitgehend abzuschließen. Der Stand momentan ist, dass ich sie jetzt wieder eingebaut habe. Ich konnte sie auch selber einbauen, ich konnte sie selber ausbauen. Also ich habe alles hier an dem Fahrzeug selber gemacht bisher und auch das Problem letztendlich dann zusammen mit Hans-Peter selber gefunden, indem ich dann halt die Dinge gemacht habe, die mir dann halt auch vorgeschlagen worden sind. Ist ja irgendwie langweilig geworden über die letzten 4000 Kilometer. Da habe ich mir gedacht, ich baue mal die Einspritzpumpe und den Turbo aus. Viel zu viel Spiel drin. Das ist unter einem Millimeter, was er haben darf, und das hier, keine Ahnung, sind zwei oder so. Hoffen wir mal, dass wir ihn überholt kriegen. Wir haben die Einspritzpumpe heute zurückgekriegt und der Mann dort, der Mechaniker, hat sich nochmal richtig Zeit genommen für mich, um mir zu erklären, wie muss man das einstellen und was alles gemacht wurde, was sie geprüft haben. Ich habe die Pumpe sogar laufen sehen auf einem Prüfstand. Das war auch richtig, richtig cool, mal das zu sehen. Und ja, super nette Menschen und die haben mir das alles mitgegeben, obwohl ich eigentlich nicht genug Geld dabei hatte. Und haben gesagt, ja, komm morgen vorbei und bring das Geld vorbei. Also das ist schon, also auch die Griechen sind sehr, sehr freundlich und es ist schon eine tolle Erfahrung. Mit diesem Werkzeug passiert dann die ganze Magie. Das braucht man, um eine Einspritzpumpe einzubauen. Damit stelle ich jetzt den korrekten Wert ein und dann soll das vernünftig laufen. Wie wird es jetzt weitergehen? Wir sind ja jetzt hier noch in der Werkstatt. Derzeit warten wir noch auf den Turbo. Das war auch noch so eine Sache, was wir jetzt hier ganz gut fanden. Ich wusste es nicht, habe es halt so jetzt nicht gesehen. Wir hatten dann gleichzeitig auch noch mal geguckt, wie es halt um den Turbo aussieht. Und da hat der Werkstattmeister hier dann halt gesehen, ja, so ganz so gut bestellt ist es um den nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt kannte ich mich dann halt auch noch nicht so aus, wie sieht denn jetzt ein, ja, nicht mehr ganz so guter Turbo aus, also ganz kaputt ist er nicht, aber halt auch nicht mehr so gut. Also da habe ich dann halt auch wieder was dazu gelernt und zwar geht es da halt um die Toleranzen der Turbowelle, also von diesem Lüfterrad, was da drin ist, was letztendlich den Druck aufbaut. Auch da habe ich halt Sebastian und Olaf halt nochmal gefragt,
wieso deren Meinung ist, um mich einfach nochmal gegenzuversichern, dass das, was mir jetzt von der Werkstatt hier erzählt wurde, dann auch richtig ist. Das konnten sie dann halt auch bestätigen. Ich habe halt Aufnahmen rübergeschickt, habe den Zollstock daneben gehalten und an der Welle gewackelt und da konnte man das dann halt deutlich sehen. Die häufigste Frage, die uns in den letzten Wochen gestellt worden ist, war natürlich, das war's jetzt mit YouTube? Nein, das war's natürlich nicht mit YouTube. Wie ihr gemerkt habt, haben wir ja die Kamera längere Zeit schon nicht in die Hand genommen und das hat einfach damit auch zu tun, dass in solchen Situationen, wenn dann halt so ein Problem auftritt, wo ich mir wirklich ernsthaft Sorgen gemacht habe, dass wir mit dem Motorschaden bald liegen bleiben, was wirklich der Super-GAU gewesen wäre. Das ist nicht einfach, dann in solchen Momenten die Kamera in die Hand zu nehmen. Das macht natürlich das Salz in der Suppe aus, das ist uns natürlich auch klar. Aber zu dem Zeitpunkt kamen halt mehrere Faktoren auch zusammen. Wir werden weiterhin YouTube machen. Das ist unsere Selbstständigkeit. Wir haben das von Anfang an klar kommuniziert, dass wir im Moment von unseren Ersparten leben und von diesen YouTube-Einnahmen. Wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir alle Aspekte so einer Reise irgendwie euch zeigen wollen, wie es ist. Also die positiven wie halt auch die nicht so schönen Dinge. Und das werden wir auch weiterhin machen. Und dieses Video ist jetzt halt der Anfang, damit auch wieder einzusteigen und euch zumindest abzuholen, wie halt so diese Zeit gewesen ist. Ein weiterer Grund war, dass wir halt gemerkt haben, dass das letzte Jahr nicht spurlos an uns vorbeigegangen ist und dass wir gemerkt haben, wir sind immer noch ziemlich kaputt einfach und brauchten einfach noch mehr Pause. Das haben wir halt gemerkt und da haben wir uns dann einfach automatisch auch ein bisschen zurückgezogen. Aber jetzt soll es halt weitergehen und wir haben halt auch richtig Bock, YouTube zu machen und wir haben das ja auch ganz, ganz lange vorbereitet. Wir haben da mega Motivation, das weiter auszubauen. Wir brennen für dieses neue Leben und das gibt uns immer wieder Kraft und die Energie, dass wir hier weitermachen, dass wir an die Probleme herangehen und sie auch gemeinsam lösen. Weil wir können uns derzeit absolut nichts anderes vorstellen. Es gibt immer Dinge im Leben, die man bewältigen muss. Und bei uns ist es einfach dieser LKW, der uns immer wieder so ein paar Steine in den Weg legt und zeigt, ich bin noch nicht bereit für die allergroße Reise. Ich glaube, das kann man wirklich nur verstehen, diejenigen, die mal so richtig, richtig einen Entschluss gefasst haben und so einen festen Traum haben, die können wirklich nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn du diesen Traum hast und du setzt alles daran, diesen Traum wahr werden zu lassen. Und wir leben jetzt diesen Traum, ja, mit Schwierigkeiten und für den einen oder anderen mag das unüberbrückbare Schwierigkeiten sein. Wir sehen das halt als Herausforderung. Es wird dir nun mal nichts im Leben geschenkt und das ist jetzt unser Weg und das sind halt unsere Herausforderungen, das sind unsere Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Aber wir möchten das unbedingt leben. Wir haben so viele schöne Momente jetzt schon gehabt, für die es sich einfach lohnt, weiterzumachen und diesen Problemen zu begegnen. Dadurch, dass unser Kanal jetzt zum Jahresanfang die 10.000 auch geknackt hat, hat uns halt gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und da macht man natürlich auch gerne weiter. Und das ist halt möglich, weil ihr dabei seid und weil ihr uns euer Abo gegeben habt und uns unterstützt habt und uns auch bei vielen anderen Situationen auch viel Mut zugesprochen habt. Und es kamen auch viele, viele Tipps aus der Community von euch an uns, die uns da weitergeholfen haben, an Punkten zu gucken, auch wo es Probleme gab mit dem LKW. Was mich dazu führt, auch euch dazu ermutigen, dann mal ruhig in die Kommentare reinzugucken, weil es gibt da viele, viele interessante Beiträge von Leuten, die auch Ahnung haben, wo man sich durchaus auch was abgucken kann. Und vielleicht weiß da der ein oder andere ja auch noch etwas dazu zu schreiben. Und ich glaube, es ist ganz gut, über dieses Medium zu kommunizieren. Ja, viele Gleichgesinnte dabei. Ja, wir warten jetzt auf den Turbo und den werde ich dann einbauen und dann kommt der Moment, an dem ich dann halt den Motor anschmeißen werde, gucken werde, ob ich auch alles richtig eingestellt habe und das wird halt dann nochmal ein spannender Moment werden. Den Einbau des Turbos konnten wir euch jetzt leider nicht mehr zeigen. Der konnte in Athen leider nicht mehr repariert werden, dafür war er dann doch zu alt. Wir freuen uns aber riesig, dass wir in Belgien einen komplett neuen Turbo gefunden haben. Der liegt auch schon mit UPS in Athen und soll jetzt am Dienstag kommen und natürlich zeigen wir euch dann auch den Einbau. Und den Motor, wie er dann startet, in dem nächsten Video. Ja, ich möchte mich bei Olaf bedanken recht herzlich.
Olaf, ohne dich wäre das nicht möglich gewesen, die Einspritzpumpe einzubauen. Mit der Dokumentation war das auch für mich jetzt als Laie, sage ich mal, möglich, das Ding irgendwie vernünftig reinzukriegen. Spannend wird es dann natürlich, wenn der Motor startet und wie er startet. Aber wie gesagt, das geht zum nächsten Video. Für euch da draußen möchte ich auch gerne sagen, dass Olaf Gutachter ist. Der hat für uns das Gutachten gemacht, damit wir unsere Kiste versichern konnten bei einer Versicherung. Das ist notwendig. Manche Versicherer machen das nicht ohne. Also wenn ihr so ein Gutachten braucht, ein Wertgutachten, dann ist Olaf euer Mann. Wir packen für euch die Telefonnummer und die Internetseite von ihm in die Videobeschreibung. Guckt da mal einfach mal rein. Für die Renault-Fahrer da draußen, ist ja doch eine kleine Gruppierung, die es in Deutschland gibt, da er hat Dokumentation, Arbeitsanweisungen und Handbücher. Schreibt ihn einfach mal an oder ruft bei ihm an. Das ist echt Gold wert. Und dann möchten wir uns noch bei allen bedanken, die uns in den letzten Wochen angeschrieben haben. Ihr wart so lieb und habt gefragt, wie es uns geht und ob alles in Ordnung ist. Vielen lieben Dank für diese ganzen lieben E-Mails, die wir in den letzten Wochen bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Wir beenden das Video an dieser Stelle. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis dahin.